Herzlich willkommen bei Wie Innovation und Lernen gemeinschaftlich möglich ist, einer Fuck-Up-Session mit zwei Referenten, mit Marc Groß vom Deutschen Roten Kreuz Landesverband Baden-Württemberg und Lukas Finteisen von der Karl-Zeich-Stiftung, ebenfalls auch beim DRK Landesverband Baden-Württemberg e.V. Lieber Lukas. Bevor wir erstmal groß einsteigen, wollen wir euch fragen, was ihr glaubt, ist das möglich, also Lernen und Innovation gemeinschaftlich zu verfolgen? Sehr viele Ja sind Ausrufezeichen, das ist schon mal richtig geil. Wir glauben das nämlich auf Ja, das ist möglich. Aber ja, mal gucken, wie es dann klappt in der Realität. Beziehungsweise wir freuen uns auch da, unsere Erfahrungen zu teilen. Ich fange mal an ganz kurz mit mir einfach. Ich bin jetzt seit gut 2,5 Jahren mittlerweile im Landesverband vom DRK hier in Baden-Württemberg. Ihr könnt euch vorstellen, das ist genau die Zeit gewesen, wo Corona angefangen hat. Und womit einmal alles auf Videoschalten umgestellt wurde und wir kulturell, weiß ich nicht, geleapfrogged sind in ein völlig neues Zeitalter. Und ganz offen, damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet am Anfang. Also ich dachte mir eigentlich so, ich mache ein paar Präsenzveranstaltungen, lerne erstmal in Ruhe Leute kennen, komme in Ruhe an in dem neuen Job und dann kann ich mich Stück für Stück irgendwie auf die Herausforderungen, die neuen konzentrieren. Und klar, Digitalisierung war auch so ein Thema, aber ich dachte mir nicht, dass das jetzt irgendwie das erste Thema sein wird, was ich direkt angehe. Und als es dann aber kam, so in so einer Welle, habe ich auch gemerkt, du, ich habe gar nicht genügend Erfahrung damit und nicht genug Expertise. Ich brauche jemanden an meiner Seite, mit dem ich Sparring machen kann und mit dem ich überlegen kann, hey, wie können wir relativ schnell sozusagen dieses Digitalisierungsthema konkret, sag ich mal, an den Bedarfen, die es da jetzt gibt, irgendwie gespiegelt nach vorn bringen. Und da bin ich relativ schnell auf Lukas gekommen. Guter Beispiel. Ich war nämlich vorher wissenschaftlicher Mitarbeiter für Ethik und Digitalisierung. Bin sozusagen von der Theorie in die Praxis gewechselt. Ich habe überlegt, wie stelle ich überhaupt den Menschen im Mittelpunkt in die Digitalisierung? Und da ganz viel theoretisch zu gemacht. Und beim Roten Kreuz wird das halt auch gelebt. Also das war dann irgendwie eine spannende Erfahrung, dieses vorher theoretische Wissen praktisch da in diesen Verband mit reinzubringen. Wir sind ja quasi als DRK-Landesverband. Wir haben in Baden-Württemberg gut 10.000 Mitarbeiter. Die sind in 34 Kreisverbänden organisiert. Und dann gibt es einen Landesverband darüber. Und ganz unten noch die 650 Ortsverbände mit den Ehrenamtlichen, auch noch mal 40.000, 50.000. Also eine unglaublich komplexe, spannende Struktur. Und wir haben dann quasi gesagt, okay, wir gehen diese Digitalisierung an und wir haben diese drei Ebenen. Wir haben die Ebene des Landesverbandes, wo wir einfach Kollegen, Kolleginnen haben. Gut 100 Leute sind wir, oder 80 oder so. Wir haben die Ebene des Verbandes in gesamt Baden-Württemberg mit allem, was Föderalismus am Guten und Schlechten mitbringt. Da kommen wir bei den Fuck-Ups wahrscheinlich auch zu. Aber ist auch geil, muss man dazu sagen. Also ich finde, Föderalismus ist eine unglaublich tolle Struktur. Und als die dritte Ebene ist noch so diese Digitalisierung und das Lernen in der Zivilgesellschaft. Es ist ja für viele Organisationen auch noch neu, da rauszugehen und plötzlich voneinander zu lernen. Und so haben wir irgendwie darüber geredet, was machen wir jetzt, wie gehen wir das Ganze an? Und so ist die Idee von dem Digital Leadership Program entstanden. Und das ist auch das quasi die Best Practice, die wir gerade so ein bisschen mitbringen und hier mit hinbringen. Digital Leadership Program. Also, Marc, willst du es ein, zwei, drei Sätzen beißen? Soll ich? Wo hast du? Mach direkt. War ein bisschen die Idee, wir müssen das Thema Digitalisierung erstmal auf die Agenda bringen. Und haben überlegt, okay, welche Werte wollen wir direkt damit verbringen? Weil wir starten ja eigentlich eine Begriffsdefinition auch bei uns im Verband irgendwie, auf Landesebene. Wir haben ja dann noch die Bundesebene mit den 18 Landesverbänden, die ja nochmal übergeordnet ist. Also es gibt über irgendeinen Verband. War für mich auch spannend, weil ich hatte gar keinen Rotkreuz-Hintergrund. Ich bin zum 1.4.2020 gestartet. Für mich war das Rote Kreuz halt immer so das Rote Kreuz, ne? Wie das so ist. Diese ganzen Ebenen, keinen Plan gehabt, Landesverband klang nicht. Ich dachte, okay, wie spielen wir dieses Thema in diese komplexe Struktur rein? Und unser Ansatz war, wir möchten gerne, dass Digitalisierung mit Lernen zu tun hat und am besten was mit Innovation und die Menschen es so tun, wie sie selber es sich wünschen. Also wir wollten so das Menschenbild vom Roten Kreuz halt da reinbringen. Selbstbestimmtheit, Freiheit. Und haben mit diesem Ideal halt auch dieses Programm gestartet. Eckdaten waren ein bisschen, es gab einen Aufruf, Leute konnten sich bewerben oder nominiert werden von den Kreisgeschäftsführungen jeweils aus den 34 Verbänden, mit Projekt und ohne Projekt. Und dann gab es irgendwann ein Kickoff, da sind dann alle, die teilgenommen haben, zusammengekommen, haben sich in Gruppen gefunden und es wird gesagt, hey, das ist euer Thema und da könnt ihr jetzt euch mit zu beschäftigen. Wir unterstützen euch mit Coaching, mit Materialien und vor allem auch mit Netzwerk und Legitimierung.
dass wir quasi sagen, okay, wir von der Landesgeschäftsstelle, wir finden das geil, was ihr macht. Wir unterstützen euch und wir räumen euch den Weg frei. Das ist die Utopie, das war der Wunsch, wie es klappt. Das ist auch schon der erste Fuck-up so ein bisschen. Dann ging die Einladung raus und die Nominierung an alle, keine Ahnung, 2000 Verteiler. Und es gab vielleicht 5 Rückmeldungen. Wo ich so dachte, geil, wir haben so viel Gedanken gemacht um dieses Scheißprogramm. So viel Arbeit da reingesteckt, Materialien erarbeitet, Videos gemacht, alles Mögliche. Ging an 500 Leute, 5 Rückmeldungen. Und 4 davon waren so ein bisschen, was ist überhaupt dieses Zoom? Also, wie wollt ihr reden? Wir können uns doch gerade eh nicht treffen. Und als nächstes kam dann diese Frage mit, wie funktionieren diese Teams überhaupt? Und da habe ich die nächste Mentimeter-Frage für euch einmal. Was ist überhaupt wichtig für so selbstgesteuerte Teams? Also diese Gruppen, die da zusammenkommen, das war uns auch extrem wichtig, sind cross-hierarchy-oriented. Also wir haben von den, wie einer unserer Lieblings-Ehrenamtlichen selber sagte, von den einfachen Ehrenamtlichen vor Ort on the ground bis zur Präsidentin alle in die Teams geworfen. Und dann gesagt, arbeitet zusammen, lernt voneinander, lernt miteinander. Oh, die richtige Technikplattform. Wir haben es probiert mit MS Teams. Heute wird es vielleicht funktionieren, damals war es, oder eigentlich funktioniert es immer noch nicht so richtig, wenn man ehrlich ist. Die Kompetenzen sind vielleicht jetzt eher da. Aber wir sind ja im Fuck-up-Raum. In der Theorie geht es. Aber de facto war dann so. Wir haben gesagt, wir laden euch auf MS Teams ein, da könnt ihr euch austauschen. Alle haben eine Einladung bekommen mit Tutorials, mit Videos, mit persönlichem Kontakt. Und von 30 Leuten hat es eine Person dann da drauf geschafft. Ich war damals noch so idealistisch und dachte, vielleicht nehme ich so eine Open-Source-Plattform wie Rocket Chat oder so, so ein bisschen direkt Datensparsamkeit in den Veränderungsprozess mit reinbringen. Ich glaube, das geilste NLD war der Name Rocket. Darüber hinaus kam da nicht viel mehr rum. Ja, ich fand das Ansinnen, was war irgendwie so genau richtig. Wir haben uns halt überlegt, okay, lass es uns hierarchiefrei und so selbstgesteuert wie möglich machen. Wir haben klar so einen kleinen ideellen Frame gebaut. Was heißt eigentlich für uns Digitalisierung und so? Aber wir wollten es echt freilassen sozusagen. Wir haben auch gemerkt, die Leute, da gibt es sicherlich intrinsische Motivationen und die wollen sich so austauschen und wollen dann Projekte definieren und dranbleiben. Und wir dachten aber, wir machen das irgendwie vielfältig, demokratisch sozusagen und steuern da nicht rein, um irgendwie von Beginn an irgendwie so Grenzen reinzusetzen. Und klar war das ein Experiment so, weil unser Verband dann schon auch hierarchisch funktioniert. Wir haben auch klassische Ehrenamtsstrukturen, wo es irgendwie Führungspositionen gibt, in die man über Jahre reinwächst. Und sage ich mal, wir wollten aber diese roten Linien irgendwie aufbrechen und dachten uns, das ist eigentlich eine ganz geile Idee, glaube ich, so lange, bis wir in einer Kick-Off-Veranstaltung irgendwann drin saßen und einfach gemerkt haben, dass die Erwartungshaltung so einfach unsere Idee von, wie wir jetzt das Ganze gestalten, so komplett anders gegenübersteht. Nämlich die Erwartungshaltung war so, jetzt nehme ich mal mit auf die Reise zum Thema Digitalisierung und gib mir alle Assets an die Hand, die ich brauche sozusagen, um jetzt in meinem Verband, in meinem Biotop sozusagen irgendein digitales Projekt steuern zu können. Und dafür will ich aber Struktur von dir. Also deine Hauptaufgabe ist, ich will Ziele definiert haben. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Warum bin ich hier? Wie mache ich das? So, also genau anders, als wir jetzt eigentlich angenommen hatten, dass es wir das offen, lebendig gestalten, es selbst atmet und sich dann entwickelt. Und so, das war also eines meiner ersten Hallo-Wach-Erlebnisse, jetzt mal unabhängig von, dass wir die da ongeboardet haben, alle einzelnen und Teams erklären mussten. Aber sozusagen, als wir dann den Start rein sind und dachten, und jetzt wird sich das alles von sich selbst entwickeln, da war Ruhe. Also das war eher so wie StudiVZ irgendwie heute im Vergleich zu von vor 15 Jahren, als es gestartet ist. Und ja, so das war mein erster, weiß ich nicht, wo ich dachte, fuck man, wir haben es uns eigentlich anders vorgestellt. Es ist alles so aufgestellt, dass es frei losgehen kann. Und es braucht aber viel offensichtlich mehr Führung oder so, sowas in die Art. Ich fand's ja doch geil. Wir dachten dann, okay, Kickoff, wir gehen mit maximaler Wertschätzung rein, haben unsere Präsidentin dazugeholt, gesagt, sie soll denen einfach mal erzählen, wie geil sie sind. Und das hat sie auch toll gemacht. Also sie hat geile Worte gefunden, die total supportet und war auch voll offen mit Breakout-Groups und keine Ahnung. Konsequenz war, danach waren alle so eingeschüchtert, dass keiner mehr was gesagt hat. So nach dem Motto, jetzt darf ich noch was sagen. So die wichtigste Person hat gerade was gesagt. Was ist jetzt noch? Und wir dachten halt eher, das ist eine Wertschätzung. So voll geil, die nimmt sich Zeit, die quatscht mit allen.
Und die Konsequenz war dann eher, dass die Leute so waren, so, oh, jetzt traue ich mich gar nicht mehr, was zu sagen. Und war auch ein Learning für mich, dass sowas eher später kommen muss, wenn man irgendwie dieses Selbstbewusstsein auch für Innovation dann aufbaut. Nicht sofort starten mit dem Topf, sondern eher da sich so ein bisschen langsam ranfühlen. Das geht auch so ein bisschen schon zu unserer nächsten Frage auf Mentimeter. Wenn man jetzt so eine Community hat und die lernt zusammen und die hat Innovation zusammen, was sind da eurer Erfahrung nach die größten Hürden? Also bei uns war quasi so eine der Hürden, die wir gelernt haben, war dieses, dass vielleicht dieses Selbstverständnis, meine Idee ist wertvoll, dass das aufgebaut werden muss. Vielleicht auch, weil wir da zu sehr reinkamen und dachten, hey, ist doch voll geil, wir geben den Leuten Ressourcen mit, wir würden uns darüber freuen, wenn uns die Sachen geben. Und wir haben es zu sehr aus unserer Brille herausgedacht. Ja, fehlende Zeit. Das stimmt auch. Das kam dann noch dazu. Das ist, glaube ich, so der nächste Fuck-up. Die Pandemie. So, Innovation ermöglicht, neue Probleme zu lösen, aber man hat keine Zeit dafür. Das heißt, die neuen Probleme werden mit alten Werkzeugen gelöst und man verliert noch mehr Zeit. Und bei uns war das immer egal, was wir gemacht haben. Es gab immer was Wichtigeres, was auch wichtiger war. Also es mussten Teststationen organisiert werden, es mussten Pflegeheime gesichert werden, es mussten die Tests, also es gab so viel zu tun im DRK. Und dann kommt halt irgendwer und sagt, hey, lass uns mal treffen zu dem Kick-Off und über Digital Leadership reden. Da musste man auch manchmal, musste ich ein bisschen aufpassen, so die Taktfulness da reinzugehen. Aber ich merke schon, hier gibt es auch viele, viele Erfahrungen schon, was geklappt hat und was nicht geklappt hat. Fehlende Ernsthaftigkeit oder Bock drauf haben. Genau, wir haben auch, ich finde die Punkte genau, Bequemlichkeit, klar. So, weil du musst ja die Extrameile gehen in so einem Programm. Ne? Wir haben im Vorfeld, glaube ich, definiert, eine Stunde pro Woche wäre super, wenn ihr die reingeben könntet. Aber am Ende hängt es natürlich auch daran, wie viel kann der Einzelne reingeben. Wir hatten eine Struktur, da waren Ehrenamtliche und Hauptamtliche drin. Die mussten sich dann immer zeitlich wiederfinden. Und klar, dann bist du am Ende so, wir haben auf dem Weg dahin ganz viele Impulse gesetzt, wo wir dachten, wir machen so Incentivierungen. Also wir haben Leute reingegeben, die haben Impulse gegeben, so mal der Marketingchef vom Österreichischen Roten Kreuz oder mal von der Welthungerhilfe. Die Lena, die da einen super coolen Podcast macht. Wisst ihr, wir haben immer wieder so Incentives reingegeben, wo sich die Einzelnen auch so ein paar Perlen abgreifen konnten. Aber du musst halt vorsichtig sein, dass sich dann nicht so dieses ich empfange hier nur durchsetzt, sondern das wirklich dieses, ihr habt vorhin geschrieben, so Kultur ist eine interessante Frage und genau das Thema ist es so, wie kannst du eigentlich die Kultur so wandeln in so einem Prozess, dass die Leute voll Bock haben, selbstgesteuert gemeinsam an so Problemen zu arbeiten, die sie schon seit Jahren auf dem Tisch haben, aber bis jetzt hat das Ding noch keiner gelöst. Das ist auch einfach dieses, was eben auch da stand, dieses, man verlässt sich auf den Backbone der Organisation. Und das wird häufig so als gegeben genommen. Die Leute organisieren die Treffen, schicken die Doodles rum, die Meetings. Und das ist super anstrengend. Also als ich als Person, die das gemacht habe, ich bin so vielen Menschen hinterhergelaufen, um dann, und ich glaube, das ist der Input schon wert, auch mit diesem Gedanken der Freiheit dahinter, aber es ist immer noch so anstrengend. Ich glaube, das ist mein Fuck-up hier. Es ist einfach unglaubliche Energie, die man da reingibt und dann, dass die Leute das, glaube ich, auch nicht so sehen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so Communities organisiert hat, jeder, der ein bisschen Community-Management gemacht hat. Man gibt unglaublich viel rein, es wird sehr, sehr wenig gesehen und am Ende kommen die Leute dann doch nicht oder sie geben Gründe an, wo man sich so denkt, kann ich schon verstehen, aber trotzdem schade. Das ist echt viel Energie. Zum Beispiel haben wir auch vor allen Leuten, bevor sie angefangen ist, mit den einstündigen Interviews zu ihren Stärken und Schwächen geführt, worauf sie Bock haben. Also auch sehr viel in die Personen, in die individuelle Entwicklung gesteckt und gefragt, was wünscht ihr euch? Zum Beispiel kam von mir darin der Wunsch, die Frage, wie macht man überhaupt einen Podcast? Was ein geiler Skill ist und erstaunlich einfach. Und dann haben wir eine Speakerin organisiert, die einen Live-Podcast mit denen aufgenommen hat und danach noch einen, der ihnen danach erklärt hat, wie man Podcasts Post-Processing macht, wie man die hochlädt, wie man die verteilt. Und dann, also das ist sehr viel Arbeit, die Sachen zu organisieren. Und dann sitzen die Leute da und sind so, ja, cool, geil. Aber was soll ich jetzt machen? Ja gut, ist ja eine Fuck-Up-Session, aber man kann ja auch positive Sachen sagen, ne? Also ja. Es kristallisieren sich halt im Laufe von so einer, und wir haben das Ding ja über 6 Monate gemacht, müsst ihr euch vorstellen. Also das war für uns auch Learning. Dieses Jahr legen wir das neu auf, 3 Monate, kompakt.
stärker so ein bisschen Ressourcen fokussieren. So in den 6 Monaten da, müsst ihr euch auch vorstellen, da haben sich Leute gewandelt von am Anfang, haben die Chips gegessen und alles sich berieseln lassen. Und dann irgendwann gab es so einen Switch. Also wisst ihr, und dann sind die zu Treibern in dem Prozess geworden. Und dann haben wir denen immer so Bühnen gebaut. Also wir haben dann geguckt, okay, wenn die Idee pitchfähig war, wo sind Entscheider im Verband? Und dann konnten die das den Entscheidern präsentieren sozusagen. Und dann gab es die Gelegenheit in den Formaten, dass die vielleicht finanzielle Unterstützung kriegen oder die Ideen irgendwo einfließen. Und ich finde, das hat mir auch gezeigt, okay, also wenn du da viel Energie reingibst, wie Lukas gerade gesagt hat, und na klar, also arbeitet das an dir und nimmt das was von dir weg, aber und wenn es nur ein paar Leute sind, die dann aus dem Programm rausgehen, die sind dann verbunden auch ewig mit dem Programm, ja, mit so einer Alumni-Struktur, die kommen regelmäßig zurück, die bringen sich auch als Mentoren ein. Also es ist allemal wert, finde ich, so ein Programm mal zu implementieren, weiterzuentwickeln und zu gucken, was wird daraus. Und vielleicht auch immer offen zu sein, ob man es weitermacht oder nicht. Der Lukas und ich und jetzt auch die Anne-Madeleine, wir setzen uns jedes Jahr zusammen und sagen, machen wir es weiter oder nicht. Und es kann, wenn wir irgendwann sagen, nee, es hat keinen Sinn mehr, wir brauchen vielleicht ein anderes Format. Aber derzeit haben wir schon so das Gefühl, dass daraus so eine Multiplikatoren entstanden sind, so eine kleine Community, die auch selber Formate entwickelt. Und das, glaube ich, also das ist allemal wert, so einen Weg zu gehen, auch wenn er anstrengend ist, Lukas. Mann. Das gehört dazu. Was du gerade meintest, was ich auch mal spannend fand, war das Thema Geld. Mir ist aufgefallen, es ist sehr präsent. Und sobald man es reinwirft, springen alle drauf. Aber es hilft nicht. Die Innovation scheitert nicht darin oder ist dadurch erfolgreich, dass man sagt, ihr habt ein Budget und setzt es damit um. Und das, was wir eigentlich eher auch dann erreichen wollten oder auch wollen, ist, dass die Leute vom Projekt aus ans Budget denken, aber nicht vom Budget aus auf das Projekt denken. Gerade eine schöne Frage der Ortsverbände. Das war teilweise sehr durchmischt, die Erwartungen. Und teilweise gab es auch Leute aus Ortsverbänden, die so ein bisschen, jetzt nicht gegen den Willen, aber die Kreisverbände fanden das nicht unbedingt gut, also haben die nicht komplett supportet, dass sie jetzt auf Landesebene sich engagieren, weil dann auch manchmal die Sorge da ist, dass Engagement auf lokaler Ebene weniger wird. Also Ehrenamt ist ja im Allgemeinen ein kostbares Gut, wenn man so möchte, und die Zeit, die die Leute da investieren. Und die Ressourcen, die Leute ehrenamtlich investieren, da wird halt geguckt, ne? Wo bringen die Leute sich ein? Ist auch eine Herausforderung bei der Kommunikation von so Programmen. Wir sind ja quasi in einer Top-Down-Position, versuchen von oben nach unten zu kommunizieren. Und da gibt es dann halt Information Gatekeepers, die sagen, leite ich das weiter, leite ich das nicht weiter. Und das Kriterium ist dann noch nicht mal, ist das Programm gut oder nicht gut. Das ist, glaube ich, gar nicht, sondern eher dieses, habe ich da jemanden für, habe ich da jemanden, den ich auch abgeben kann, weil Engagement verändert sich gerade sehr in Deutschland. Also es geht von diesem langfristigen Commitment zu immer kürzeren Commitment hin. Da gibt es ja diese Tendenzen, die sich entwickeln, bei aber höheren Ansprüchen an die Organisation. Also das ist dann auch die Frage, wie geht man damit um? Und dadurch, wenn wir Leute aus den Ortsverbänden bekommen haben, was auch, glaube ich, gut die Hälfte der Leute sind, also es war meistens so Hälfte hauptamtlich, Hälfte ehrenamtlich, waren die hochmotiviert, aber haben sehr mit ihrer eigenen Rolle gekämpft. So, ich bin doch Ortsverein Ehrenamtlicher und jetzt rede ich hier mit der Präsidentin. Und dann sagt die mir noch, dass ich der tollste Typ bin auf der Welt. Wie gehe ich damit um? So mein eigener Ortsverbandvorsitzender hört mir nicht zu, wenn ich eine Idee habe. Aber das sind auch teilweise, glaube ich, Konflikte, die dann entstehen. Die wollten wir jetzt nicht, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man die hat in einem geschützten Rahmen und dann darüber reden kann. Also wir haben das Ideal, dass jede Idee gleich viel wert ist. Das wollten wir halt auf der Ebene mit reinbringen. Das finde ich auch das Schöne eigentlich im Digitalen. Wir sind gerade alle nur irgendwelche Kacheln. Und dadurch sind wir alle gleich viel, zumindest so Menschen haben ja eine Präsenz im Raum. Und gerade sind wir hier gleichberechtigt nebeneinander, miteinander. Und erstmal zählt vor allem unsere Stimme und vielleicht noch ein bisschen, wie wir aussehen. Aber diese Präsenz in einem Raum, die sehr viel manchmal auch Wirkung hat auf das, wie wertvoll eine Aussage ist, die fällt weg. Und das finde ich eine ganz tolle Chance. Und man kann Leute zusammenbringen, die sich nie getroffen hätten. Also hätten wir vorher probiert, aus 30 Kreisverbänden Leute für eine Stunde zusammenzubringen, das hätte ein halbes Jahr Planung gebraucht. Und jetzt holen wir die alle in einen digitalen Raum, wenn sie es denn schaffen, reinzukommen. Genau, und ihr habt, glaube ich, auch gefragt, ob wir da spezielle Methoden zum Einsatz gebracht haben in Bezug auf die Zusammenarbeit.
Am Anfang waren wir da relativ frei, sozusagen. Wir haben einfach eine Teams-Umgebung zur Verfügung gestellt. Und ihr habt schon, der Lukas hat gesagt, dann haben wir die da über ja Stunden hinweg ongeboardet und das Tool klar gemacht. Das reicht natürlich aber nicht aus. Das ist sicher auch ein Learning für uns. Also wir hatten keine Projektstruktur, wenn ihr so wollt, wo du dich am Meilenstein orientieren konntest. Wir hatten lose diese Impulsvorträge sozusagen, um die Gruppe immer wieder zusammenzuführen. Im Anschluss an diese Impulsverträge haben wir uns auch Feedback geholt, sozusagen, wo stehen wir im Prozess, was sind Herausforderungen. Vieles davon abhängig gewesen, sozusagen, ob einzelne von uns mit in die Gruppen rein sind, immer wieder nachgefragt haben, wo steht ihr, was bearbeitet ihr gerade, können wir euch unterstützen, gibt es atmosphärische, also es gibt ja auch so, das ist ja dann auch sozialer Kontakt, das ist ja nicht nur sozusagen hart am Projekt arbeiten, sondern geht es ja dann auch, versteht man sich in der Gruppe. Und wir hatten da aber keine fixe Struktur sozusagen. Und das ist sicherlich auch ein Learning für die Zukunft, dass man hier und da einfach nochmal, also du kannst nicht einfach alles selbstgesteuert laufen lassen und dann darauf hoffen, dass man selbst sich dann eine Projektstruktur ausdefiniert und dass dann alle gleichberechtigt sind, da wie Lukas gerade gesagt hat, und dass sie sich auch zurücknehmen und nicht übergriffig sind, wenn da jemand ist sozusagen, der, weiß ich nicht, vielleicht jetzt nicht auf derselben Hierarchiestufe ist. Das muss man lernen. Und sicherlich macht es Sinn, da auch nochmal eine Unterstützung zu geben. Wobei es natürlich immer eine Frage von der, du hast schon das neue Tool, du hast neue Leute, die kommen zusammen. Wenn du ihnen jetzt noch eine Projektstruktur gibst, auch die Frage, halten sie es aus oder nicht? Aber ich glaube, man sollte es ausprobieren. Also am Ende muss man, glaube ich, den Rahmen ein bisschen enger gestalten, als wie wir das sozusagen am Anfang uns gedacht haben. Ja, der Hierarchie entgegenzuwirken ist ganz schwierig, weil sie sehr in den Köpfen drin ist. Ich sage ja, also für mich, Hierarchie hat ja was mit Macht zu tun, und am Ende ist es die Vorstellung oder die Geschichten in unseren Köpfen, die wir gelernt haben. Das ist die, und wenn es mit einem Disney-Movie anfängt, da lernen wir, keine Ahnung, der Typ trifft die Entscheidung und sie muss Ja sagen. Und das sind Geschichten, die sind so prägnant bei uns drin. Man kann mit bestimmten kleinen Methoden vorwirken, zum Beispiel, dass man irgendwie bei einem Check-in darauf achtet, dass wirklich alle was sagen. Was ich immer gern mache, ist gesagt, quasi alle sagen, wie es ihnen geht, und nominieren die nächste Person. Das heißt, die Leute müssen lernen, aufzupassen, was viele Führungspersonen schon manchmal nicht mehr gewöhnt sind. Wer hat schon was gesagt, wer hat nichts gesagt? Dann lernt man die Namen parallel noch, und alle haben mal die Audience, und das sofort am Anfang. Also es ist schon legitimiert, ich darf in diesem Meeting was sagen. Das hat auch manchmal schon, also es sind so kleine Dinge, darauf zu achten. Ich habe manchmal bewusst auch Leute im Chat angeschrieben, hey, wir hatten doch vorher darüber das und das geschrieben, hast du nicht Lust, das hier mit einzubringen? Also so dieses langsame Aufbauen von Partizipation. Ohne aber, dass die Leute, also ich finde, es muss niedrigschwellig sein, aber immer die Option ist, nicht zu tun. Also das ist ja, also wir haben ja die gesamtgesellschaftlichen Strukturen, die ja auch noch sehr machtvoll einwirken. Ja, ich finde, du musst dich auch als Führungskraft ein bisschen disziplinieren in so einem Prozess, weil du, also ich sag mal jetzt ganz selbstkritisch, ich denke natürlich immer, ich müsste hier dann Lösungen da präsentieren, müsste sofort den Lösungsweg aufzeigen. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht gefragt. Manchmal muss man einfach nur dabei sein, zuhören können so ein bisschen, und dann ist schon viel damit getan, weil dann generieren die Leute Vertrauen und dann reden sie auch mit dir so, wie es sein soll, also so auf Augenhöhe, und nicht, sie denken, sie müssen jetzt irgendwie besonders reden und so. Und das finde ich halt wichtig, dass man da als Führer, entschuldigt, ich muss nämlich hier nochmal Feuerwehrmann Sam einstellen, damit das hier funktioniert, aber ja, bitteschön. Okay, und deswegen glaube ich, ist wichtig, dass man auch im Vorfeld sozusagen, wenn man da Führungskräfte mit drin hat bei so einem Programm und man weiß das, macht es auch Sinn, mal mit denen zu sprechen sozusagen. Dass die dann nicht automatisch in diese Rollen reinschlüpfen, die da so vorgegeben, also wo sie jetzt das Gefühl haben, sie müssen das jetzt strukturieren. Weil das macht es dann super schwierig, dann aus dieser Rolle wieder rauszukommen. Und das ist natürlich nicht einfach. Ich sage das auch, für mich ist das nie einfach, das aushalten zu können, dass man auch mal schweigt. Also so, wie gehen wir weiter vor? 10 Sekunden lang schweigen oder so, mit 10 Leuten im Raum, die eigentlich so. Aber dann entwickelt sich was, dann sagt jemand, wie könnte der Weg aussehen? Und dann habe ich das Gefühl, ist das, wie soll ich sagen, wertvoller, als wenn ich da jetzt versuche, jetzt irgendwie Meilensteine zu definieren und dann da so. Wenn sie selber das entwickeln, auch wenn das der schwerlichere Weg ist, sage ich ganz oft, also weniger Struktur ist der beschwerlichere Weg, aber ich bin davon überzeugt, dass im Ergebnis das wertvoller ist. Aber was bei Methoden auch noch so ein bisschen war,
Ich bin großer Fan von anonymen Methoden im Digitalen. Also ob das nun so Mentimeter ist, Mural, Miro. Man sieht nicht, wer was geschrieben hat. Und dadurch stehen Ideen auch gleichberechtigt nebeneinander. Die Leute lernen dann auch irgendwann, ah, ich kann dir das hinschreiben. Ich muss mich nicht dafür vor der Gruppe quasi äußern. Aber es wird aufgegriffen von der Moderation. Kann auch eine Wirkung haben. Wir haben es auch, auch das Thema Führung ist halt auch sehr spannend. Da haben wir auch mal dann Sessions zugehabt. Was bedeutet das überhaupt? Was ist Führung? Wie wollen wir das leben? Wie kommen wir weg von dem, keine Ahnung, dem alten weißen Herren, der alles entscheidet, was ist das, wo wir da hinwollen? Ne? Wo wir dahinter stehen, das zusammen zu definieren, wie wir das besser machen können. War auch immer sehr ein präsentes Thema. Das auch schwierig ist. Also gerade in Verbänden, wo auch Kulturen manchmal zusammenstoßen. Zum Beispiel hatten wir dann auch Leute aus dem Rettungsdienst mit dabei, die sagen halt, für die ist Führung was ganz klar Hierarchisches und das muss so sein. Wenn ich dann einen Massenanfall Verletzter habe, dann muss klar sein, wer welche Entscheidung trifft. Und das muss schnell kommuniziert sein. Problematisch wird es, finde ich, wenn sie dann denselben Kommunikationsstil in eine Vereinssitzung mit reinbringen, wo Dinge nicht so klar sein müssen und nicht so schnell gehen müssen. Und darüber zu reden, hilft den Leuten schon, dass sie sagen, ah ja, stimmt. Ich importiere da ja einen Kulturskill aus Setting A in Setting B. Und das muss ich gar nicht. Also das entlastet ja auch dann die Leute, wenn sie feststellen, stimmt, ich muss gar nicht in den Sitzungen da genauso sein wie im Krankenwagen. Das war auch ein spannendes Learning. So, wussten wir dann auch nicht. Also diese verschiedenen Kulturen, jeder Ortsverband hat ja, oder Ortsverein hat seine eigene Kultur. Und die kommen dann plötzlich da wieder zusammen auf einer Landesebene. Große Unsicherheit noch mit diesen ganzen digitalen Tools. Eigentlich schon fast ein spannendes Experiment, hätte man fast wissenschaftlich begleiten können. Es war gerade noch die Frage mit dem Landesebene, wie wir uns da austauschen. Teilweise tauschen wir die Erfahrung aus, wo es Punkte gibt. Bisher haben wir da den Fokus halt auf Baden-Württemberg gelegt. Ein bisschen erstmal laufen lernen. Das ist das, was bei uns gerade ist. Und langsam ist auch was wir gelernt haben. Wir hatten gedacht, das skaliert viel schneller. Wir machen die erste Runde, die zweite Runde und dann haben wir da 100 motivierte Leute. Jetzt fangen wir die dritte Runde an und wir haben vielleicht 10, 15 committete Menschen daraus genommen. Und das mit Arbeit. Ja, und ich glaube, was wir jetzt auch versuchen vielleicht, und da könnt ihr uns gleich nochmal Impulse geben, also was mir jetzt ganz wichtig wäre, gleich, dass ihr uns noch ein paar Impulse mitgibt sozusagen, was wir vielleicht noch mit auf den Weg nehmen können jetzt. Wir haben zum Beispiel eine Sache, also Walk the Talk, wir haben in der Vergangenheit das Programm sozusagen einfach gestaltet gemeinsam, aber es ist jetzt nicht so gewesen, so dass wir darüber fett kommuniziert hätten die ganze Zeit. Also so, wir haben jetzt den Marketing-Aspekt irgendwie mal hinten liegen lassen, das muss man jetzt klar sagen, sondern uns ging es eher um die Community. Und wir haben uns jetzt aber gesagt, vielleicht macht es einfach Sinn auch, weil du musst schon ein bisschen darüber reden, was du da machst, damit du am Ende da ja auch, also klar ist nicht alles in KPI irgendwie pressbar, das ist uns schon klar, aber wir wollen schon, wenn wir gute Ansätze haben und die dem Verband auch was bringen, diese Stimmen auch zu Wort kommen lassen. Das haben wir uns jetzt auch vorgenommen, so dass wir in dem neuen Programm auch Leute, die Lust darauf haben, die sollen darüber kommunizieren und sollen auch ihre eigenen Fuck-Ups aus ihrer Perspektive teilen sozusagen. Und damit kann das Programm widerwärtiger werden. Das ist so ein nächster Schritt, weil ich einfach auch merke, es ist sonst schwer sozusagen, die Gruppe hat, die haben Spaß daran, die kommunizieren darüber. Okay, man hört es, aber wenn du in die Fläche willst und die Ergebnisse, die haben Potenzial, da in der Fläche auch was so zu erreichen. Also wir haben da beim Erste-Hilfe-Bereich zum Beispiel Piloten für das Thema Online-Ausbildung Erste Hilfe uns auf den Weg gebracht. Und so, und das ist aus der Gruppe heraus entstanden. Und sowas musst du auch spreaden. Da musst du wirklich dran arbeiten, dass du darüber kommunizierst. Dann finden sich die Leute wieder. Das ist Wertschätzung für sie. Und auf der anderen Seite hast du nochmal eine stärkere Durchdringung in dem Verband. Auch wenn du nie alle erreichen wirst jetzt da. Wir haben über 50.000 Ehrenamtliche und so, die werden wir nicht in der Tiefe kriegen. Aber wenn wir diejenigen abholen, die zum Beispiel Open-Source-Programmierer sind oder wenn wir diejenigen abholen, die Online-Kommunikation oder Blogger sind oder so. Und wenn wir daraus eine Community schweißen und das kriegen wir über das Programm ganz hin, dann ist es ganz gut. Also dann funktioniert es auch ganz ordentlich und dann steht so die Energie, die man reingibt im Verhältnis zu dem, was man so rauskriegt. Und dass man Freude hat am Ende der Woche. Und das haben wir noch. Und deswegen machen wir das Programm nochmal. Da sind auch echt viele einfach coole Leute dabei. Also das ist halt auch irgendwie so, das macht uns dann halt auch einfach Spaß. Wir lernen da Leute kennen, die hätten wir sonst nie getroffen, so in dem beruflichen Alltag.
und lernen da auch was darüber und kriegen da auch so ein bisschen, das war auch eine der Motivationen, warum wir es angefangen haben. Wir wussten gar nicht, was ist Digitalisierung in diesem Verband. Wenn man die Geschäftsführung fragt, dann kriegt man halt den Bericht zurück, das machen wir doch alles und eigentlich klappt alles, wir bräuchten nur mehr Geld. Aber das heißt, das gibt ja keine kulturelle Aussage, wie stehen die Leute zu dem Thema, wo hapert es wirklich dran? Und durch diese offene Gesellschaft, offene Community mit den verschiedensten Leuten, wenn wir die gefragt haben, was ist überhaupt Digitalisierung, da waren dann alle Ebenen dabei. Und wenn dann einer sagte, bei uns läuft alles super, hat die Ebene darunter oder darüber gesagt, ja, aber Moment mal, also zumindest bei uns ist das jetzt aber so und so. Und das ist dann auch ein spannender Lernprozess. Welche Kultur braucht es, damit alle damit es aushalten können, dass da Leute sitzen, die auf einmal widersprechen können. Also das fand also manchmal war es sehr anspruchsvoll zu moderieren. Ich glaube, ich habe es auch nicht immer ganz gut hingekriegt und auch, oder wir haben es manchmal nicht hingekriegt. War da mal so ein Learning danach, die Leute halt noch anzurufen. In Zweiergesprächen kann man dann fast immer die Wogen wieder glätten, um mal zu fragen, hey, wie geht's denn? Wie war's jetzt? Wir wollten nämlich da quasi, das war eine gute Überlagung zu unserer letzten Mentimeter-Frage hier schon. Wir würden nämlich gerne auch mal von euch hören. Was hattet ihr schon so an Innovations- oder vor allem Thema Lernen Fuck-ups? Weil klar steht da Innovation jetzt drüber und wir nennen es auch Digital Leadership Program, aber am Ende hat es auch sehr viel mit Lernen zu tun. Neue Dinge zu lernen, alte Dinge neu zu interpretieren und mitzunehmen. Und wir würden euch gerne mal fragen, was sind da eure Erfahrungen? Oder hattet ihr auch schon so Fuck-up-Momente, wenn man so möchte? Die ist auch manchmal immer noch da. Ich merke mich immer noch, dass ich plötzlich einen Kalender habe und halbstündig ein anderes Thema mit einer anderen Gruppe und einem anderen Videokonferenz-Tool. Und wir dann so, was kann ich davon absagen? Persönliche Konflikte. Learnings, die nicht geteilt wurden. Die Leitungsebene erreichen, oh ja. Der Satz, das war schon immer so. Nicht die Sprache der Zielgruppe sprechen. Das stimmt. Und das hat auch manchmal mit der Hürde bei großen Organisationen zu tun. Sprache ist ja irgendwie so die erste und die letzte Hürde zur Partizipation. Und wir sprechen sehr viele verschiedene Sprachen, allein schon im DRK. Wir haben unsere Codewörter, unsere Abkürzungen, mit nach denen man dann irgendwie dazugehört oder halt auch nicht. Aber ich merke schon, wir haben ja sehr viele Fuck-ups. Zu hohe Ansprüche von den Durchführenden. Das fiel uns dann auch manchmal, glaube ich, schwer. So, wir hatten irgendwie viele Ideen und dann waren die Leute nicht so begeistert, wie wir dachten. Oder haben coole Leute eingeladen und keiner sagt was. Das war immer so. Wir haben uns so, haben irgendwie coole Personen eingeladen und dachten, die erzählen dann was und haben mir auch vorher gesagt, das sind auch coole Leute und die stellen spannende Fragen. Und dann sagt einfach keiner was. So. Dann sitzen sie da. Keiner führt sich zum Abschied der Ergebnisse. Wahrscheinlich, oh ja. Ja, ich finde noch eine Sache, die ich gerne teilen will. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so am Ende netto ist mit sich selber und was lief gut bei solchen Prozessen und was ist verbesserungsfähig, weil eigentlich ertappe ich mich immer dabei, wie ich dann in Vorlagen reinschreibe für irgendwelche Aufsichtsgremien, wie geil dieser Prozess abgelaufen ist und wie perfekt es ist und wie der Outreach war und dass wir einen ganz großen Impact hatten. Und weil man will ja seine strategischen Ziele erreichen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist sozusagen, dass man auch ganz selbstkritisch einfach mal reingeht und sagt, hey, was hat da gar nicht funktioniert? Und wo müssen wir noch an ein paar Stellschrauben ran? Und zwar ganz konkret. Und dann darf man sich nicht zu schade dafür sein, sondern man muss es einfach probieren. Und ich glaube, das ist noch ein wichtiges Learning für mich, weil das geht. Also es geht sozusagen, über eigene Fehler zu sprechen. Es ist nicht so, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, da draußen dann jemand sagt, ja, okay, dann macht das Programm keinen Sinn mehr oder dann, also, oder wir müssen es wesentlich verbessern oder so. Also dieses Verständnis für so Experimentierräume wächst einfach, habe ich das Gefühl, in dem Maße, in dem man auch offen darüber spricht, was nicht gut funktioniert. Und es kann bei sowas nicht immer alles perfekt sein. Und eben solange am Ende des Tages sozusagen auch mehr Spaß und Freude bei den Teilnehmenden und bei denen, die es machen, sozusagen rauskommt. Und dann der Mehrwert sozusagen ist, dass man die Community hat und ein bisschen was mitnimmt für seine tägliche ehrenamtliche oder hauptamtliche Arbeit. Ich glaube, dann hat man schon viel erreicht. Und das war mir nochmal wichtig. Das ist mir einfach klar geworden in dem Prozess. Also irgendwie Fehler macht Sinn, dass du die auch machst und darüber auch sprichst und das Ganze nicht nur abfeierst. Und das Zweite vielleicht eben auch sozusagen
Also wenn es mir irgendwann keinen Spaß und keine Freude mehr macht und das Energielevel so zehrend ist für alle Seiten, dann hör halt auf damit. Also dann geh nicht noch eine Schleife.